Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Wagenführ, lieber Vizepräsident Bernd Heiden, liebes DBB-Ehrenmitglied Dr. Volkert Uhlich, verehrter Ehrenvorsitzender Dr. Klaus Stöber, werte Delegierte. Ich freue mich, dass ich euch nach 10 Jahren wieder hier in Osterwiek begrüßen kann, in der über 1000-jährigen Stadt, die Karl der Große um 780 nach Christus als Missionsbistum gründete. Als eigentliches Gründungsdatum gilt uns aber der 1. April 974, als der Ort das Markt- und Verkehrsrecht verliehen bekam. Osterwiek kann, die Bürgermeisterin hat darauf hingewiesen, neben einer bemerkenswerten Stadtgeschichte auch auf eine lange Basketballtradition verweisen, die bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückgeht. Jetzt muss ich Manfred Ströer keine Gedanken machen, was wir kreuz nach den Titel streitig machen, ältester Basketballclub Deutschlands. Aber wir haben das mal genau recherchiert. Es kann als gesichert gelten, dass die TG Osterwiek 1940 den 2. Tabellenplatz hinter TuS Neinstedt belegte, aber lieber Olaf Beder mit großem Abstand vor Halberstadt. Ja. Dies ist in der Ilse-Zeitung, die im Heimatmuseum lagert, nachzulesen. Und ein zweites sollte in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Vom 25. bis 28. März 1970 wurde die Sporthalle am Ratsgarten mit 2 Länderspielen der DDR-Damen-Basketballmannschaft gegen die CSSR eingeweiht. Die DDR-Mannschaft wurde von unserem Freund Gunter Schmidt betreut. Aber bevor ich als Mitglied der Kommission für Archiv und Dokumentation des DBB einen Exkurs über die Regionalgeschichte des Basketballs halte, möchte ich an unseren Vorsitzenden erinnern, an unseren Ehrenpräsidenten Roland Geggus. Roland Geggus ist für uns alle überraschend am 20. Oktober 2011 verstorben. Er hat den Deutschen Basketballbund von 1994 bis 2006 als Nachfolger von Manfred Ströer geführt. Dabei ist er immer dem Damenbasketball und davon Beruf Sonderschullehrer, dem Rollstuhlbasketball, verbunden gewesen. Roland hat mir hier in dieser Aula 2008 zu meinem 60. Geburtstag im Namen des DBB-Präsidenten gratuliert und ein Trikot von Dirk Nowitzki überreicht, das dieser beim All-Star-Game in den USA getragen hat. Rolands Tod hat eine große und fühlbare Lücke in der nationalen, aber auch internationalen Basketballfamilie hinterlassen. Das DBB-Präsidium auf dem Bundestag in Gotha ohne ihn zu sehen, war für mich sehr schmerzlich. Unser DBB-Präsident Ingo Weiß hat mit einfühlsamen Worten seinen Vorgänger gewürdigt und uns damit aus tiefstem Herzen gesprochen. Auf den Bundestagen des Deutschen Basketballbundes ist es eine gute und lang gepflegte Tradition, dass der Versammlungsleiter, der seit vielen Jahren Wolfgang Schreyer heißt, mit einem Zitat einsteigt, das ein wenig auch immer zum Motto des Bundestages wird. In diesem Jahr, wir erinnern uns, war es von Thomas von Aquin, ja, für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten. Das ist sicherlich richtig. Ich habe auch mal geschaut, was wir denn so finden. Wir haben es ja mit Basketball zu tun. Und ich habe dann gefunden, Kevin Wayne Durant, Hard Work Beats Talent, When talent doesn't work hard. In diesem Sinne, liebe Delegierte, sind wir auch schon hart am Thema dran. Der Vorstand des BVSA nimmt nämlich für sich in Anspruch, dass er sowohl hart und weil talentiert auch kreativ gearbeitet hat. Deshalb prallen naturgemäß eure E-Mails ab, die uns unterstellen wollen, wir wüssten nicht, wie es an der Basis zugeht. Ich bin seit der Ausgliederung des SC Osterwiek aus dem SV Eintracht 1996 Vereinsvorsitzender und habe mit Birgit Försterling, Manfred Breckel, Jürgen Kluge und René Schrader diesen Verein erfolgreich geleitet. Durch die Kooperation mit dem Fallstein-Gymnasium, in dessen Aula wir uns befinden, konnten wir große Erfolge feiern. Gerade haben wir bei den Mädchen in der Weltkampfklasse 3 in Berlin bei Jugend trainiert für Olympia den 8. Platz belegen können, nachdem wir im vergangenen Jahr noch 12. waren. Merkwürdigerweise, und das hat schon irgendwo auch System, kommt es immer wieder zu diesen peinlichen Ausfällen gegen den Vorstand, wenn man nicht bezahlen kann. Ja, unser DBB-Vizepräsident im Ressort 3, Finanzen, Steuern, Versicherung und Verwaltungsorganisation, Bernd Heiden, kann davon ein Lied singen. Lieber Bernd, auch du bist oft Zielscheibe der Attacken der Landesverbände, wenn es wieder einmal ums Geld geht.
Natürlich gehört auch der BVSA nicht zu den Verbänden, die sofort das Portemonnaie aufknöpfen, wenn der DBB ruft oder wenn wieder einmal ein Upgrade für Team SL fällig ist. Aber wir versuchen fair zu bleiben und das unterscheidet uns vielleicht auch von manchem anderen Verband und kalkulieren im Vorfeld, was uns die im Raum stehende Erhöhung kosten würde und ob wir sie überhaupt schultern können. Da wir im Gegensatz zu anderen kleineren Landesverbänden, wie zum Beispiel dem Saarland, die Software in möglichst großem Umfang nutzen, und das wird von Carsten Stier ja auch immer wieder bestätigt, fällt es uns vielleicht auch leichter, diese Kosten zu übernehmen. Im konkreten Fall, lieber Bernd, haben wir dich und das Präsidium aber noch einmal überzeugen können, dass der DBB die 40.000 Euro im kommenden Jahr vielleicht besser noch mal alleine trägt. Ja? Insofern haben wir da auch nichts an die Vereine weiterzugehen. Für 2014 auch, das ist schön. Ich erinnere mich an deine Rede. Du hattest eine derartig belegte Stimme, als ob dir dein Liebstes weggestorben sei. Engagement und sportliche Ambitionen in den Vereinen sind also wichtig und wir wissen das auch im BVSA-Vorstand zu würdigen. Aber eine saubere und durchkalkulierte Finanzierung für die Saison muss Teil dieses Engagements sein. Gibt es unvorhergesehene Schwierigkeiten, haben wir uns stets und in jedem Fall bemüht, um eine Regelung, die für beide Seiten zufriedenstellend war. Gunter Schmidt hat immer versucht, Kontakt zu den Verantwortlichen im Verein herzustellen, um Ratenzahlungen oder andere Modalitäten auszuhandeln. Selbst der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und unser früherer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Christoph Bergner, der gleichzeitig ja auch Vorsitzender des SV Halle ist, war sich nicht zu schade, mich in der Geschäftsstelle aufzusuchen, um eine Lösung auszuhandeln, die, es ging nicht um Stundung, damit da nicht in Halle Gerede entsteht, sondern um verschiedene Zahlungseingänge, wie man das koordinieren kann. Wenn aber niemand im Verein sich den Hut aufsetzt und die Verantwortung übernimmt, ja noch nicht mal bereit ist, das angebotene Gespräch anzunehmen, dann muss man sich letztendlich über einen Sperrbescheid nicht wundern. Noch einmal ganz deutlich. Wir haben in der Vergangenheit alles getan, um als Dienstleister für die Vereine zu wirken und den Spielbetrieb bestmöglich abzusichern. Uns ist ebenso bewusst, dass Basketball im Vergleich zu konkurrierenden Sportarten eine eher teure Angelegenheit ist. Aber die Finanzen müssen vor Ort gesichert werden und können nicht vom BVSA oder gar DBB übernommen werden. Gute Vereinsarbeit, liebe Freunde, fängt mit soliden Finanzen an. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir bei Neugründungen oder Wiedergründungen von Vereinen nicht tatkräftig mit anpacken wollen. Ja, es ist eines unserer Hauptziele. Auf dem Bundestag in Gotha haben Carsten Stier, Toni Kohlmeier und ich uns alle Vereine angesehen, die seit der Wende in Sachsen-Anhalt bestanden haben, und das waren nicht wenige. Wenn wir den einen oder anderen Standort beleben können, wäre schon viel gewonnen. Wir haben uns deshalb auch für den Posten entschieden, den Posten des Geschäftsführers neu auszuschreiben. Und wir haben uns dann letztendlich für Toni entschieden, weil wir uns gerade in dieser Frage mehr Engagement erhoffen. Erste Gespräche hat Toni schon geführt für Hinweise, wo Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgversprechend sein können, sind wir euch jederzeit dankbar. Und wir als BVSA sind natürlich auch in der Pflicht. In der Münchner Erklärung vom Oktober 2011 sind die Ziele bis 2015 festgelegt. Landesverbände und DBB wollen die Zahl der Teilnehmerausweise auf 145.000 steigern. Bei den Minis sollen im männlichen Bereich 18.000 und im weiblichen Bereich 6.000 TAs erreicht werden. Es sollen auch Programme für Lehrer aufgelegt werden, um die Schulen zu erreichen. Ich habe mir daraufhin den Fortbildungskatalog für Lehrer unseres Landes angesehen. Dabei fanden sich zwei und bei großzügiger Auslegung könnte man sogar sagen drei Weiterbildungsmaßnahmen, die mit Basketball zu tun haben. Leider sagten uns die Namen der Durchführenden im Vorstand nichts. Ich denke, wenn solche Maßnahmen ausgeschrieben werden, sollte man das besser koordinieren und die Durchführenden sollten immer auch den Schulterschluss mit dem Landesverband suchen. Aber auch der DBB ergreift Maßnahmen. Die Schulsportdatenbank wird erweitert und für 2013 ist das schon längere Zeit geplante Schulsportsymposium fest ins Auge gefasst. Es bewegt sich also etwas und die Vereine tun gut daran, an die Schulen heranzutreten, um die Schüler für unsere Sportart zu begeistern.
Neue Nachwuchsspieler und Spielerinnen braucht das Land. Der Vorstand des BVSA hat dazu in diesem Jahr eine Offensive gestartet, um seinen Teil zur Umsetzung der Münchner Erklärung zu leisten. Zielstellung ist die Gewinnung neuer Mini- und Mädchenmannschaften für den offiziellen Wettkampfbetrieb in einer Zusammenarbeit zwischen Landesverband, Vereinen und den in der Bundesliga und Regionalliga tätigen Clubs, also unseren sogenannten Top-Clubs. Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Finanzierung werden zwischen den Partnern klar festgelegt. Angestrebt wird die Gründung von mindestens 5 Nachwuchsteams mit insgesamt 40 Teilnehmerausweisen pro Jahr. Die Offensive fußt dabei auf 2 Säulen. Erstens, jede neue Mädchenmannschaft mit Spielerinnen im Alter von 8 bis 17 Jahren bis zur Altersklasse U17. Dies betrifft in der Spielzeit 2012-13 alle Jahrgänge einschließlich 96 und jünger. Förderumfang, jede neu gegründete Nachwuchsmannschaft, die unter die Förderkriterien fällt und zum offiziellen Wettkampfbetrieb angemeldet wird, erhält 5 Trainingsbälle als Soforthilfe, 200 € Starthilfe, die nach dem 2. Pflichtspiel ausgezahlt werden und 10 € für jeden neuen in dieser Mannschaft angemeldeten Teilnehmerausweis. Auszahlung im Januar unter der Vorgabe, dass Teilnehmer mindestens an 2 Pflichtspielen teilgenommen haben. Die Anzahl der neu gegründeten und geförderten Mannschaften pro Verein ist nicht beschränkt. Zweitens, BVSA on Tour. Um interessierte Vereine, die trotz aller Anstrengungen nicht selbst in der Lage sind und Hilfe benötigen, neue Nachwuchsspieler und Spielerinnen zu gewinnen, wurde im Rahmen des Projektes die Aktion BVSA on Tour ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um Einsteiger-Eintagescamps, mit deren Hilfe nachhaltig Kinder und Jugendliche für den Basketball begeistert werden sollen. Die Camps werden vom Verband in Zusammenarbeit mit interessierten Vereinen organisiert und jeweils von einem Top-Club unterstützt, der dann sozusagen auch für ein Jahr Pate dieser Mannschaft wird. Mit dieser Förderung sind wir an die Grenzen dessen gegangen, was von unserem Verband personell und finanziell zu leisten ist. Es ist an euch, davon Gebrauch zu machen und untereinander in Wettbewerb um die jungen Spielerinnen und Spieler zu treten. Liebe Freunde, unser Präsident Ingo Weiß war so freundlich, es wurde schon mehrfach erwähnt, mir auf dem Bundestag in Gotha die goldene Ehrennadel des Deutschen Basketballbundes zu verleihen. Ich habe als junger Mann immer behauptet, dass die Verleihung von Orden und Ehrenzeichen ein Signal ist, dass man aufhören soll. Für mich habe ich das immer umgesetzt. Nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2011 habe ich im vergangenen Jahr nicht wieder bei der Kommunalwahl kandidiert. So soll es auch hier im DBB und im BVSA sein. Als ich vor 10 Jahren das Amt von Klaus Stöber übernahm, wurde mir ein funktionierender Verband übergeben. Gemeinsam mit meinen Mitstreitern haben wir versucht, den BVSA durch die Klippen der neuen Herausforderungen zu steuern, die durch sinkende Geburtenziffern und sich ständig verringernde Haushaltsmittel gekennzeichnet waren. Dazu kam noch die schlimme finanzielle Lage, die durch die Misswirtschaft im LSB-Vorstand verursacht war und deren Folgen wir heute noch spüren. Von Seiten der Politik in diesem Lande schlägt dem Landessportbund unter Führung von Andreas Silbersack zu Unrecht oft Misstrauen entgegen. Das in Aschersleben vom Innenminister Holger Stahlknecht öffentlich abgegebene Versprechen, die Probleme ohne Pressegetöse vertrauensvoll Auge in Auge zu klären, ist meines Erachtens, wer die Presse verfolgt hat, nicht eingehalten worden. Der BVSA seinerseits hat stets alle Maßnahmen unterstützt, die die Konsolidierung der Finanzen im Sport zum Ziel hatten, aber, und das gebe ich zu bedenken, auch an der Autonomie der Sportverbände nicht rühren. Ich darf mich bei allen meinen Mitstreitern für 10 arbeitsreiche, aber auch wundervolle Jahre bedanken. Ihr habt mich immer unterstützt und nie enttäuscht. Wir haben mit der Ausrichtung des DBB-Bundestages in Dessau 2008 ein kräftiges Zeichen gesetzt, dass auch die Verbände im Osten eine solche Großveranstaltung schultern können. Es folgten Brandenburg, Thüringen und demnächst Sachsen. Wir haben anderen Mut gemacht. Der personelle Umbruch im BVSA-Vorstand ist vollzogen. Gunter Schmidt und Andreas Lau werden mit mir gemeinsam nicht wieder kandidieren. Junge Leute mit frischen Kräften, denen wir zutrauen, dass sie in unserem Verband erfolgreich die Arbeit fortsetzen, stellen sich heute zur Kandidatur. Ich wünsche mir, dass ihr ihnen euer Vertrauen schenkt.
An einem der schönen Fachwerkhäuser hier in Osterwiek steht ein Zitat des römischen Schriftstellers Sallust, und im Gymnasium muss man das auf die gymnasiale Schwelle heben. Concordia res parvi crescunt, discordia res maxima dilabuntur. Heißt etwa so viel wie: Eintracht lässt kleine Sachen wachsen, Zwietracht zerstört Großes. In diesem Sinne noch einmal Dank an alle und dem BVSA, das darf ich als Verbindungsmann sagen, ein kräftiges Vivat Crescat Floriat. Herzlichen Dank. Thank you.